Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle von mir. Heute mit den Römern gegen die Ägypter. Wir kämpfen auf der Karte Athenai und auch die Armee dürfte euch gar nicht mal so unbekannt sein, denn sie entspricht eigentlich wieder dem Grundprinzip von meiner römischen Armee. Also ich bin so vollends von der überzeugt, dass ich die jetzt versuche in allen möglichen Varianten durchzutesten. Keine Vorgeschichte zu dieser Schlacht. Ich habe vorher ein bisschen mit Mr. West zusammen getestet. Wir haben mal die Legionärskohorte gegen Evocatis kämpfen lassen. Und der Test war eigentlich schon eindeutig für die Evocatis. Allerdings hat sich der Kampf lang gezogen, dass man schon fast überlegen kann, Legionärskohorten mitzunehmen in Zukunft. Und das habe ich jetzt mal hier versucht. Ich habe jetzt insgesamt 6-mal Legionärskohorten mit dabei. Habe dann meinen Flanken meine üblichen Gladiatorinnen und meine Auxiliarinfanterie. Jeweils meine Auxiliarkavallerie. Mein Gen als Legatus. Und weil mehr Geld übrig geblieben ist, habe ich 3-mal syrische Auxiliarbogenschützen mit dabei und 2-mal Lewis. Gerade gegen Ägypten ist sowas praktisch, weil die halt doch eher zu Elefanten neigen. Die Armee kann ich euch leider nicht zeigen, aber ihr seht ja meine Grundtaktik. Ich versuche hier drüben jetzt erstmal aufzuklären mit meiner Kavallerie. Ich schicke meine Infanterie hier rüber, um hier einen Vorteil vom Terrain zu bekommen. Wir sehen zwar ägyptische Pikenierer mehr auch nicht, doch bevor wir uns jetzt mehr angucken, muss ich mich erstmal hier massiv beschweren. Ich finde die Farbe von den Ägyptern so scheiße. Gucken wir uns mal hier einer an. Diese Kombination aus Türkis, Rot und Gelb ist sowas von bescheuert. Da fand ich die alten Farben von Ägyptern viel schöner. Ich muss sagen, bei einigen Nationen haben sich die Farben zum Positiven hin entwickelt. Armenien zum Beispiel finde ich deutlich schöner. Mit Makedonien kann ich mich auch super anfreunden, finde ich schön. Rom hat sich ja nichts geändert zum Beispiel. Oder mit den Ikenern geht es noch. Mit den Sueben finde ich eigentlich auch ganz gut. Mit den Geiern. Also alles in allem haben sich viele zum Positiven geändert, viele gar nicht. Und einige, wie die Seleukiden und die Ägypter, so extrem zum Negativen. Ich finde die Farben so scheußlich. Tut mir leid, ich muss das einfach mal gesagt haben. Ich hoffe, dass CA da was macht. Ich finde es ja vor allem echt scheiße, dass man nicht mal die Wahl hatte. Man wurde gleich als Besitzer von um zwei diesen Einheiten konfrontiert. Gut, man hat es dafür kostenlos bekommen. Das ist eine andere Sache, aber ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt, ob ich jetzt mit so einen Einheiten hier rumlaufen möchte oder doch mit den Standeinheiten von vorher. Oder vielleicht auch im Nachhinein einfach einstellbar. Wäre auch eine schöne Sache gewesen. Das ist wirklich das einzige Negative, was ich über die Empire Edition erzählen kann. Und davon gibt es halt nur zwei Nationen, die mich jetzt wirklich ganz schön aufregen. Na, hier drüben sehen wir die Kavallerie vom Ägypter marschieren. Ptolemäische Kavallerie und ägyptische... Nee, Bürgerkavallerie marschiert hier in Massen. 3-mal von den Ptolemäischen, 2-mal von den Bürgerkavalleristen. Doch schon ein bisschen reinhauen können. Viele Bogenschützen, auch hier nochmal die Farben. Die stechen hier so ins Auge, die finde ich nicht schön. Hier gerade bei den Bogenschützen fällt es extrem auf. Bei den Auxiliar-Bogenschützen oder hier den Pikenieren eher weniger, aber bei denen hier ganz krass. Hier, da sind es weniger. Ja, wir sehen, er ist ja doch ein Ticken schneller als ich. Ich bin halt doch ein bisschen zu weit entfernt. Muss deswegen gleich ein kleines Stück zurückstocken. Das sehen wir hier. Und ziehe mich jetzt doch ein bisschen zurück. Meine Kavallerie halte ich hier bereit. Wir sehen hier seinen General als königliche Leinenpanzerschwertkämpfer. Und hier drüben sind auch nochmal 2 Truppen davon, Elite-Schwertkämpfer. Also seine Schwäche liegt in der breit gefächerten Infanterie. Dafür hat er aber 3 Elite-Truppen mit dabei. Also das ist ein enges Ding, das kann er schnell wieder ausgleichen. Hier drüben beginnt jetzt der Kampf gleich gegen die Kavallerie. Ich schicke sofort meine raus, sehe hier den Vorteil im Terrain. Und will halt diesen Hügelvorteil bekommen, deswegen stelle ich mich schnell hier nach hier drüben und charge jetzt hier auch schön rein. Ja, eigentlich schon ein bisschen zu lang gewartet. Dass der Vorteil schon wieder weg ist. Aber, doch gerade noch so. Da kommt aber nochmal ein Trupp ptolemäische Kavallerie dazu, deswegen schicke ich meine Speerinfanterie jetzt hier los. Dass sie so schnell wie möglich unterstützen können. Meine Bogenschützen setze ich jetzt komplett auf seine Piken. Versuche hier fertig zu machen. Meine Kavallerie an der Flanke ist eigentlich bereit, um auch die Bürgerkavallerie drüben fertig zu machen. Also die ist wirklich ungefährlich. Hier hinten, die kommen auch gleich an, kriegen nochmal schnell das Maschinen gleich aktiviert, um wirklich zur Unterstützung zu kommen. Wir sehen, seine Kavallerie macht mich da so fertig. Da sehen wir es jetzt. Ich habe noch versucht, schnelles Vorrücken zu aktivieren, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Mit dem raschen Ansturm gleich, sehen wir jetzt hier.
Jetzt aktiviere ich das, die bleiben erstmal stehen. Das ist noch nicht ganz gelungen hier, aber naja. Hier drüben die Pikeniere fliegen gleich, weil die so zerschossen sind. Das erweitere ich auch gleich auf die anderen Pikeniere hier. Um die schön weiter zu schwächen. Hier hinten die Kavallerie muss jetzt gegen meine Speerkämpfer kämpfen und gegen meine Kavallerie. Na, ist halt nicht so gut für ihn. Sehen wir richtig. Auch so hat die schon keine Chance, die Kavallerie. Meine Legionäre stelle ich hier drüben breit hin, um nochmal eventuell Truppen abzufangen. Ich sehe, er zieht seine Kavallerie ein bisschen ab, deswegen halte ich jetzt hier meine Auxiliarinfanterie zurück, um dann doch im Notfall nochmal zu agieren. Wenn es notwendig wird. Aber hier drüben können wir doch schon ein paar Kills verbuchen. Wir sehen ja, die Kavallerie wird schön dezimiert auf noch 40 Mann fast. Drüben auch schon unter 45. Der Trupp hier hinten wird hingegen jetzt auch noch zur Unterstützung geschickt. Hier, die Kavallerie wurde jetzt vernichtet. Jetzt schicke ich meinen Legionär auch vor, weil ich hier meinen Vorteil drin sehe. Vor allem hat er seine Einheiten so schlecht aufgestellt. Sehen wir schon richtig den Nachteil hier. Wenn ich da reinmarschiere, dann verkackt er auch total. Seine ägyptischen Pikeniere sind auch schon fast komplett vernichtet. Meine Legionäre hier drüben an der Flanke halte ich bereit, um gegen die königlichen Leinpanzerschwertkämpfer zu kämpfen. Vor allem, weil der eine Trupp so weit weg ist, sehe ich hier auch meinen Vorteil drin. Vor allem einerseits im Terrain, andererseits in der Zahl. Deswegen schicke ich die auch hier gleich drauf los. Na. Ein schönes Pilum im Arm. So, das feine Tier. Meine Kavallerie ist jetzt hier bereit, hier drüben sich zu sammeln. Und dann hier drüben auch zu unterstützen. Hatte ich ursprünglich gedacht gehabt, aber wir sehen ja hier, seine Kavallerie ist schon so stark dezimiert, die ist nicht mehr so gefährlich wie vorher. Jetzt hier drüben, seine Schwertkämpfer werden schön fixiert durch meine Legionäre. Das hat natürlich gut geklappt. Die Auxiliarinfanterie wird gar nicht beachtet. Hier meine Legionäre, hier sind auch wieder bereit. Auch die sind wieder bereit. Hier drüben sehe ich auch den Vorteil eher bei mir, um ehrlich zu sein. Aber hier sehen wir schon diesen enormen Hügelvorteil, den ich hier habe. Also Elite-Infanterie hin oder her, mein Hügelvorteil ist schon ziemlich enorm. Hier drüben kommt jetzt die Kavallerie zum Charge. Ich schicke meine Kavallerie natürlich schnell beiseite. Halte meine Speerkämpfer bereit. Dass ich da euch dann den Sieg hole. Hier drüben mein Legatus mit Bannerheben dazu geschickt, damit er ein bisschen mal den Sieg hier hervorheben soll. So, und jetzt, nachdem er den Trupp überhaupt nicht bemerkt hat, konnte ich den hier ausholen und schön Rücken chargen. Um mal ein bisschen zu unterstützen. Hier drüben die Legionäre sind auch bereit. Hier hinten wird seine Kavallerie schön durch meine Speerkämpfer fixiert. Hier meine Kavallerie hier drüben soll sich jetzt noch mit dran beteiligen. Hier die Pikeniere sind auch gleich weg. Die Legionäre hier drüben sollen eigentlich nur als Kanonenfutter dienen. Kollateralschaden. Die habe ich auch ein bisschen wenig beachtet, um ehrlich zu sein. Das kommt mal dazu. Die Auxiliarinfanterie kann jetzt ihren Charge beginnen. Ich war vom Micromanagement eher hier auf die Seite fokussiert und das merkt man halt auch, dass es an der linken Flanke doch eher hapert. Das muss flüssiger werden. Aber hier sieht man, der Sieg ist eindeutig bei mir. Der Trupp ist gleich komplett weg. Hier drüben der Trupp hat auch keine Chance mehr. Die Auxiliarinfanterie zur Info hat überhaupt noch keinen Mann verloren durch Fernkampfbeschuss. Ist schon geil. So, jetzt bin ich hier auch durchgebrochen. Jetzt schicke ich meine Legionäre mit auf den Generalrauf vom Gegner. Hier drüben die Leinpanzer. Schwertkämpfer haben auch keine Chance, einfach zu viel. Jetzt kann ich meine Kavallerie losschicken. Mein Fernkampf fokussiere ich komplett auf die feindlichen Bogenschützen. Meine paar Legionäre, die hier unten noch kämpfen, die vernichten wirklich den ganzen Trupp Bogenschützen nochmal. Und das ohne Probleme. Das ist schon echt cool. Und dann auch noch gleich die nächsten hinterher. Es ist echt geil. Nochmal 55 Mann hier gegen ihn zu kämpfen und das machen sie auch nochmal. So, jetzt sehen wir hier, ist das Ding auch eindeutig gedreht. Hier hinten ist noch ein bisschen ptolemäische Kavallerie, die jetzt auf meine Bogenschützen zumarschiert. Mein General soll die Moral hier hinten ein bisschen an der Flanke aufheben. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Habe ein bisschen meinen eigenen Trupp beschossen. Charge jetzt mit meinen Bogenschützen selbst in die ptolemäische Kavallerie rein. Einfach damit der Trupp hier schön gebündelt wird. Alles im allem eigentlich eine gute Sache. Hier hinten beschießen meine Leves auch noch ein bisschen seine Leinpanzer-Schwertkämpfer.
Jetzt kommt nochmal die Auxiliarinfanterie, ist auch nochmal ein Rücken gecharged, also alles in allem ist das Ding ziemlich eindeutig. Auch eine ziemliche Kuddelmuddelschlacht, aber naja. Was passiert nun mal. Ich möchte mich an der Stelle schon mal an meinen Gegner bedanken. War eine schöne Schlacht. Mein Vorteil war jetzt einfach, dass ich genug Fernkampf hatte, mich um seine Einheiten zu kümmern. Ich hatte genug Kavallerie gehabt, genug Sperrinfanterie, um seine auszukontern, seine Kavallerie. Meine Infanterie war gut genug, um das Ding noch zu reißen. Also, war eine schöne Schlacht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.